können uns Technologien helfen, die Welt zu retten. Es braucht eine radikale Transformation. Wie können wir demokratische Infrastrukturen aufbauen? Und wem gehören die? Wer besitzt die? Wie sind die gestaltet? Wer macht eigentlich die Care Work im Internet oder in dem digitalen Raum? What role technology serves and how we're actually going to address this problem, because what we know is that technology is inherently political. It's often treated as though this is something that is outside of politics, that we can use it in any way that we want, we just need to, you know, think about how we're deploying these technologies. But actually, technology itself and how it's developed, there's a lot of political questions around that that shape the way that it moves. Die Art und Weise, wie wir ein Problem definieren, bestimmt ganz klar und ganz stark, welche Lösungen wir überhaupt in Betracht ziehen. Wenn wir also ein Problem als ein technologisches Problem definieren, dann werden unsere Lösungsansätze auch technologische sein. Und diese vor allem großtechnologischen Techno-Fixes, die lenken einfach ganz stark von den wirklich Lösungen ab, die wir dringend umsetzen müssen. Wir haben die Konferenz gemacht und hatten das schon ganz lange vor, weil sich gezeigt hat, dass in all unseren Arbeitsbereichen, sei es im Umweltbereich, im entwicklungspolitischen Bereich, Menschenrechte, aber auch Konzernmacht, Kartellrecht, dass überall dort Technologien eine immer größere Rolle spielen. Ich glaube, es startet mit Analyse grundsätzlich, also zu verstehen, was sind die dominanten Narrative und die Erzählungen und die Geschichten und die Stimmen, die gehört werden und von wem die getrieben werden. Hi, I'm Paris Marks. I'm here at the TechnoFix conference. I was talking about, you know, all these TechnoFixes, the problems with all these climate technology solutions that were presented and why they aren't really solving the problem here. Auch wenn wir das anhand von einzelnen TechnoFixes machen, so ganz grundsätzlich diese technologischen Lösungen als die Lösung für all unsere Probleme zu diskutieren, fand ich total super. Das ist tatsächlich eine Leerstelle in der Zivilgesellschaft, die die Konferenz gerade erfüllt. Das sind Querschnittsthemen, die uns alle sowohl privat, beruflich, politisch beschäftigen. Und das Narrativ, was konservative Stimmen pushen, ist das gleiche, egal ob man zu Gentechnik, zu Geoengineering oder zu CCS arbeitet. Was ich am meisten mitnehme, ist, dass Technologie eigentlich eine zivilgesellschaftliche Teilnahme braucht und dass wir davor nicht zurückschrecken sollten, gerade vor den Blackboxes von großen Technologiefirmen. Und dass wir uns eigentlich schon wieder um die alten Kernanliegen kümmern müssen. So soziale Gerechtigkeit, wie verhindern wir die Klimakrise und uns nicht von den Technologien in die Irre führen lassen dürfen. Bei der Digitalisierung finde ich wichtig, dass man die Monopolstellungen ganz stark in den Blick nimmt. Und dass es ganz wichtig ist, sich nochmal in der aktuellen Debatte, die ja ganz stark tech dominiert ist, nochmal versuchen, Zeit nehmen, auch von entwicklungspolitischen Organisationen oder überhaupt von Zivilgesellschaft natürlich, wie es uns gelingen kann, da ein Gegennarrativ zu entwickeln. We have the technology we need, we just lack the political will to use it. And, you know, these narratives around techno-fixes ensure that we don't, you know, ask these difficult political questions, that we don't, you know, take these efforts to actually address this problem. They distract us from real solutions that we already have and that we can use to address this problem.